Wir stellen uns vor, dass es ein Großkaufmann, ein reicher Bürger ist, der dem Rat der Stadt angehört, auch in Problemsituationen mit zu Rate gezogen wird, sodass er am Anfang in der Diskussion über den Kriegsbeginn fehlt. Er muss sich erklären, warum er nicht da war, und kommt dann sofort auf seinen persönlichen Konflikt. Ein gebildeter Mann, eigentlich sorglos, wenn man mal von der Tochter absieht. Es ist der falsche Mann. Er ist ein Fremder. Er gehört nicht zu den geputzten und reichen Lieblingen der Stadt, wie er die anderen benennt, und kommt deswegen vielleicht als amüsanter Hausbesuch, Plauderer vom Krieg, von einem abenteuerlichen Leben, kommt er in Frage. Er hört ihm zu, er hat ihn auch früher bewirtet und hat ihn auch vielleicht ins Herz geschlossen, in gewisser Weise. Solange er auf dieser Distanz bleibt und bleibt ein Fremder, der willkommen ist, scheint alles gut zu sein, so beschreibt es Othello jedenfalls. Aber in dem Augenblick, wo er sich an die Tochter heranmacht, so empfindet der Vater das, in dem Augenblick ist eine Grenze überschritten und der Vater versucht, diese Beziehung zu verhindern. Wie wir dann erfahren, geradezu als Pointe, sie sind schon verheiratet, da gibt es nichts mehr zu verhindern. Und daraufhin trennt sich der Vater, sagt sich der Vater von seiner Tochter los. Das ist nicht das, was er sich von ihr vorgestellt hat. Er sieht sie offensichtlich nicht in ihrem individuellen Schicksal, nimmt es nicht ernst, dass das jetzt eine Äußerung, vielleicht sogar der Anfang einer emanzipatorischen Entwicklung ist, das nimmt er nicht ernst. Und als sie vor ihm darauf besteht, jetzt ihr Leben in die Hand zu nehmen und auch sagt, ja, ich achte meinen Vater, ich verdanke ihm mein Leben, aber in diesem Punkt muss ich ein eigenes Leben führen. In dem Augenblick sagt er, Gott, Kind, wie hast du mich enttäuscht? Und zieht es so auf die persönliche Ebene und versucht sie damit nochmal unter Druck zu setzen. Es funktioniert nicht. So sagt er dann, Gott mit dir, so ist mein Fall zu Ende. Ja, es gibt die Widersprüche, ich glaube, die sind da. Es ist schwer, sie in den Worten ausfindig zu machen, aber wenn er seine Tochter willkommen heißt, mein zartes Kind, komm her. Und das ist, glaube ich, ein Zeichen, dass es eine Form der Zuneigung oder Liebe zur Tochter gibt. Aber die ist an Bedingungen geknüpft. Und er fragt sie dann, richtig Katechismusfrage, wem hier in diesem hohen Kreis bist du höchsten Gehorsam schuldig? Und wenn sie jetzt sagen würde, oder so möchte ich es jedenfalls spielen, wenn sie jetzt sagen würde, ja dir, Papa, sag, was ich tun soll, dann wird er sagen, siehst du, das habe ich mir gedacht, komm in meine Arme und so ist, und du gehst jetzt, würde er den Fremden wegschicken. Im Stück ist es ja so, dass Shakespeare einen Mohren beschrieben hat. Und daher, dass Fremde augenscheinlich und im Vergleich mit den Einheimischen zu sehen war. Das haben wir nicht. Bei uns ist es der Fremde. Und das finde ich einen Vorteil, weil es auf die gemachte Definition eines Fremden, eines Außenseiters hinweist. Das heißt, die Gesellschaft definiert jemanden als Fremden, vielleicht weil er einen sprachlichen Akzent hat
oder weil er nicht aus der Stadt kommt, sondern von einem fernen Land kommt und jetzt als Gast dort ist. Und die Stadt sagt, es ist ein Fremder. Das ist interessant, finde ich, in unserer Inszenierung, weil damit nicht von vornherein so, wie soll man sagen, rassistisch argumentiert werden kann. Der passt hier nicht rein, schon mal wie der aussieht, so geht das nicht, sondern er passt hier nicht rein, weil er ein Fremder ist und nicht zu uns gehört und deswegen einem gewissen Zwang unterliegt, sich anzupassen, sich wohlzuverhalten, um angenommen zu werden. Und das finde ich einen interessanten Aspekt, den wir jetzt dazu getan haben.